Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sport Total wird präsentiert von Kick. Der Ampel verfolgt, es geht los. Weinberg in Gelb und Schwarz stößt an im ersten Durchgang von rechts nach links. Jena ganz im Blau, dementsprechend von links nach rechts so direkt mit der ersten Balleroberung nach wenigen Augenblicken. Viel Klein-Klein. Weinberg bekommt den Ball nicht raus. Jetzt kann Jena verlagern. Herr Horst müsste rechts Metzner sehen, tut sie auch. Annika Metzner, die kann aus der Distanz schießen, probiert sie auch. Annika Metzner mit der guten Chance aus der Distanz. Toller Abschluss, aber auch gut pariert von Sandra Klug, die den Ball da zur vierten Ecke über die Latte patscht. Auch wenn mir die Varianten von der anderen Seite besser gefallen haben. Diesmal kommt sie hoch rein und da gibt es die Kopfballmöglichkeit. Ball ist noch heiß und die Riesenmöglichkeit für Heusch gilt aber die Möglichkeit. Und jetzt ist der Ball drin. 1:0 für Jena, 27. Minute. Und das hat sich angekündigt in den letzten Augenblicken. Ich konnte jetzt nicht erkennen, wer es final war. Erst war es Anja Heuschkel, die geblockt wurde. Und dann war es Dennis Landmann. Jawohl, so ist es. Dennis Landmann mit dem 1:0. Erster Saisontreffer für die 20-Jährige. Wich mit einer guten Idee für Schlitter, die sich davon gestohlen hat. Auf der rechten Seite hat zwei Spieler in der Mitte. Ball kommt an den langen Pfosten. Und da gibt es die Möglichkeit. Die Riesenchance für Weinberg durch Anna Hofrichter. Das war sie jetzt, die erste richtig gute Gelegenheit für den Gast. Nimmt den Ball, wunderbar Volley, setzt ihn aber knapp vorbei am kurzen Eck. Aber sie scheint weiter zu gehen. Der Beste schauen wir auf Jena, denn Herr Horst steckt durch auf Juckel. 3 gegen 1 Situation, Juckel hat Reuter und Fischer dabei, sie macht es allein. Und das war wohl nicht die beste Entscheidung, Nachschussmöglichkeit für Mesch. Die Keeperin wurde abgeschossen, da muss unterbrochen werden. Richtung Julewitsch, die kann den Ball runternehmen und Bonsu bedienen. Bonsu mit dem Abschluss und das nicht das zweite Nachschuss, Julewitsch. Und da ist es, 71. Minute, der FCC erhöht und das ist auch verdient. Es ist die Kapitänin Mersa Julewitsch mit ihrem zweiten Saisontreffer. Es war Hanna Mesch, da habe ich mich hier wunderbar verschaut und für Hanna Mesch ist es der dritte Saisontreffer nach dem Doppelpack gegen Viktoria, auch in der Liga erfolgreich. Jetzt kommt Weinberg, Wich legt zurück. Kombinieren sie das gut rum und jetzt gäbe es die Möglichkeit und das ist auch die Möglichkeit. Aber dann vorbei von Hofrichter. Wich steckt durch für Haberecker. Maren Haberecker völlig frei durch vor Janning Haberecker. Und das ist der Anschluss. Aus dem Nichts. Da schwafle ich eben noch von Vorentscheidung. Und Weinberg straft mich und auch alle anderen hier Lügen. Denn da sind sie wieder. Viertelstunde noch regulär. Und die Frau aufgrund derer Verletzungsunterbrechung, die wir sowieso noch ein bisschen Nachspielzeit haben, verkürzt mit ihrem Saisontreffer Nummer 5. Und der Ball kommt an bei Luise Wildner auf der rechten Seite. Bringt den in die Mitte. Da ist Jette Terhorst völlig frei. Erster Kontakt nicht gut. Terhorst 3-1 Jena. Die Entscheidung. 94. Minute. Und es ist Jette Terhorst mit ihrem dritten Treffer in dieser Saison. Und dem dritten Treffer für den FCC heute, der ihn auch die 3 Punkte bringt. Denn das war's. Ist Weinberg nicht sortiert, wirft natürlich alles vorn rein und die Hereingabe der eingewechselten Luise Wildner landet bei Jette Terhorst und die behält die Übersicht und die Coolness vor Sandra Klug und entscheidet die Partie zugunsten ihrer Mannschaft. Ein langer Schlag nochmal, der geht ins Nichts und das war es dann auch. Der FC Carl Zeiss Jena schlägt den SV 67 Weinberg mit 3:1 und das geht aufgrund der Spielanteile auch in Ordnung.
Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.